So, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Malermeister Max Tiede. Und ich bin der Uwe, bin auch dabei. Und dieses Mal geht es um Leinwandmalerei mit Ölfarben Nummer 2. Es geht um das zweite Bild, was entstanden ist. Und ich nehme dich mit von der Idee bis hin zur Umsetzung, bis hin zum fertigen Bild. Und werde dir am Ende auch noch so ein paar Learnings verraten, die ich so gelernt habe, die ich für mich merken möchte, was ich beim nächsten Mal anders machen würde. Oder was ich beobachtet habe beim Malen. Ja. Ich will natürlich, dass du den größtmöglichen Mehrwert für dich mit rausholst. Und am Ende stelle ich dir auch noch eine Frage, die mich sehr, sehr interessieren würde. Also es lohnt sich, dran zu bleiben. Und wir legen los nach dem Intro. Viel Spaß. So, zuallererst fängt das Ganze ja mit einer Idee an. Und zwar eine Idee, ein Ölgemälde zu malen auf Leinwand. Und das erste Ölgemälde auf Leinwand, was ich gemalt habe, habe ich hier oben verlinkt. Da erkläre ich dir auch genau, wie ich Step by Step vorgegangen bin und male da nach einer Anleitung von Bob Ross. In diesem Video benutze ich zwar die Farben, die in dem Basic Kit mit drin waren, dieses Mal allerdings ohne Anleitung. Also ich habe da glatt improvisiert, habe mir eine Vorlage rausgeholt. Ich habe mir erstmal ein paar Bilder angeguckt, ja, also zum Beispiel auf Pinterest, Pixabay oder so, findest du ja ganz gute Bilder. Das soll jetzt keine Schleichwerbung sein oder sowas. findest du ja ganz gute Bilder und ich wollte was mit Palmen und einem Sonnenuntergang zum Beispiel. Und das habe ich so eingegeben und dann habe ich mich da durchgescrollt und ich glaube, das 10. Bild oder so war es schon. Also die besten Ergebnisse kommen ja relativ zügig. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich mir das als Vorlage genommen und habe das mir als mit einem iPad sozusagen dahingestellt. Und habe dann erstmal geguckt, okay, was machst du? Wie bekommst du die Farbe zusammen? Wie bekommst du die Farbe zusammen? Wie bekommst du es so smooth, verwischt und so? Und das habe ich mir ganz am Anfang schon gedacht. Ich war noch nicht dabei. Ich habe mir ganz am Anfang schon gedacht, okay, wie läuft das Ganze planerisch jetzt ab? Machst du erst den Hintergrund, dann machst du die Wolken zum Beispiel, dann bildest du den Horizont und so. Ein bisschen Wasserspiegelung zum Beispiel. Und das sah dann genau so aus. Also zuerst habe ich ja einen weißen Hintergrund natürlich vorgemalt. Dann habe ich leider von dunkel zu hell gemalt. Das macht man eigentlich nicht so, aber es hat trotzdem ganz gut geklappt. Habe die Wolken da reingemacht. Hab den Hintergrund, den Horizont gleich sozusagen gestaltet und abgesetzt. Dann habe ich das Wasser gestaltet. Dann habe ich noch ein paar mehr Wolken gemacht und das war's dann. Ja, ist ganz gut geworden mit dem Hintergrund. Da war ich auch schon völlig zufrieden und habe mir schon fast gedacht, warum lässt du es nicht einfach so? Aber ich habe mir gedacht, nein, komm, wir ziehen das ganze Ding durch. Und man möchte ja auch irgendwo alles üben. Ja? Also ich möchte nicht nur gute Hintergründe hinbekommen. Ich möchte zum Beispiel auch Details hinbekommen, zum Beispiel Grashelme oder irgendwie sowas. Und es fängt ja auch schon mit Palmen an, dass man mit dem Fächerpinsel zum Beispiel Palmenblätter machen kann. Und da habe ich mir gedacht, nee, komm, du machst jetzt weiter. Und das sah dann genau so aus. Ja, dann hatte ich noch was zum Abendbrot gegessen. Und du siehst auch, das ist so in der Zeit gemacht worden, wo man auch Weihnachten war. Ja, zuerst habe ich die Palmenstämme gemalt. Natürlich nicht nur nach Vorbild des Bildes, sondern einfach frei raus für mich. Es ist halt ein Unikat. Und die sind so ein bisschen über einer Klippe gebeugt. Ja? Und Natur läuft natürlich auch nicht linear, wächst nicht linear irgendwo hin. Deswegen habe ich die auch so ein bisschen geschwungen gemalt, habe die Palmenblätter gemacht. Und dann habe ich hier, guck, habe ich ein paar Grashelme sozusagen gemacht. Und das ist das ganze Ding eigentlich. Ich bin damit zu 100% zufrieden. Ja? Und ich würde auch glatt sagen, ich würde es nochmal genauso machen, abgesehen von den Palmenstämmen vielleicht, die würde ich noch ein bisschen graziler machen, also ein bisschen dünner vielleicht und mit ein bisschen mehr Schwung gemalt. Ein bisschen mehr Vertrauen sozusagen, dass es nicht gleich verkackt ist, wenn man die einfach mal so durchzieht. Und würde vielleicht einen kleinen schmaleren Pinsel nehmen, weil ich doch gemerkt habe, dass das Öl verläuft doch halt ein bisschen doller, weil das so dünn ist. Ja, Öl ist ja ein bisschen schmierig und dünn und es ist halt nicht ausbesserbar dann in dem Moment, wenn dieses Dunkle, was ich mir da angemischt habe, ich glaube aus Grün, Rot, ein bisschen Blau und so, habe ich mir in diesen dunklen Farbton gemacht, damit das sozusagen, die Palmen werden ja von vorne, also wenn hier die Palmen sind, werden die ja hier angestrahlt und hier stehe ich und wir sehen auf dieses Gemälde, deswegen sieht man quasi die Palmen nur noch als Schatten, also man sieht keine krassen Farben oder so. Und das wollte ich erreichen. Ja, ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Also muss dazu sagen, es hat noch kein Klarlack oder fixativ irgendwas Firnismäßiges oder so hat es noch nicht drauf.
Ich weiß, dass es Sprühfixativ gibt, was man auch nach einigen Tagen drauf machen kann, damit es schon mal geschützt ist. Damit man, wenn man mal kurz anfasst, dass es nicht gleich verschmiert. Ja, aber normalerweise dauert das wohl 6 bis 12 Monate, habe ich zumindest gelesen, bis man es wirklich entlackieren kann, dass es, also Endanstrich sozusagen, dass man ja auch diese Tiefenwirkung hat zum Beispiel. Durch einen höheren Glanzgrad hast du auch eine höhere Tiefenwirkung. Und das habe ich jetzt bisher mit diesen Bildern noch nicht gemacht, weil, und das ist jetzt eins der Learnings, dieses Bild ist ein zweiter Versuch. Also ich habe darauf, das sieht man schon ein bisschen im Licht. Siehst du das? Da waren da Berge drauf. es ist ein zweiter Versuch. Ich habe vorher mit Acrylfarben drauf gemalt. Acryl ist natürlich wasserundurchlässig, also klar diffusionsoffen, aber wasserundurchlässig. Und Öl ist natürlich kein Wasser, aber Öl ist natürlich was anderes als Acryl. Acryl ist sehr, sehr glatt und bildet sozusagen eine Gummischicht obendrauf. Und da trocknet natürlich Öl dann noch schlechter drauf. Also dieses erste Ölgemälde ist nach, ich will nicht lügen, 3 bis 4 Tagen konnte ich das schon an der ersten Ecke so ein bisschen anfassen, ohne dass ich Farbe am Daumen hatte. Bei dem hat das jetzt ungefähr 4 Monate gedauert. Und deswegen möchte ich da unbedingt darauf hinweisen, wenn du mit Öl arbeiten möchtest, tu es nicht auf Acryl. Ich habe es jetzt einfach mal ausprobiert, in dem Wissen, okay, also beziehungsweise in der Vermutung, es könnte länger dauern zum Trocknen, und das war auch so. Hat sich für mich also bestätigt, ist jetzt ein Learning für mich gewesen. Habe es dementsprechend auch nicht gleich fixiert mit einem Spray, habe ich jetzt gerade nicht da, mache ich dann später. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie die Festigkeit ist. Ja, also ich will jetzt da auch nicht unbedingt mal einen großen Strich drauf ziehen sozusagen, mit dem Finger mal rüberwischen oder so, weil ich nicht weiß, ob ich dann irgendwie was runterziehe oder irgendwie sowas. Deswegen kenne ich mich da mit der Festigkeit jetzt nicht aus. Längere Trocknung durch Acrylfarbe unten drunter. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden. Und jetzt eine Frage an dich. Wie stehst du zur Leinwandmalerei? Machst du es gerne hobbymäßig? Machst du es da eher mit Wasserfarben, mit Acrylfarben, mit Ölfarben? Ja, teile dich uns gerne in den Kommentaren mit. Wir tauschen uns gerne darüber aus. Lass uns von dir und deinen Erfahrungen auch lernen. Und dann freue ich mich, dass wir uns im nächsten Video dann wiedersehen. Bis dann, dein Maler Weißmarktide. Ciao. Tschüss, hatte ich jetzt was vergessen. Ciao.